Hey und Leute, hier ist wieder euer Soul Cruiser mit einer Runde Driften in Forza Horizon 2. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir einen schicken Camaro ausgesucht. Guckt euch das geile Teil an. Der ist so sexy, ey. Steht da hinten drauf, das ist der Z28, oder glaube ich. Ich gucke nochmal schnell nach, bevor ich falsch sage. Genau, da oben. Der 2015er Chevy Camaro Z28. Ich habe ein bisschen getuned. Und ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was so geht hier. Wir fahren mal extra Richtung Hafen hier. Und ja, dann cruisen wir einfach mal ein bisschen hier rum. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, yeah, ich hoffe, euch gefällt die Karre. Ich habe da auch kein Turbolader eingebaut, sondern wirklich nur einen kleinen Charger. Alter. Wie die Kiste driftet, der Hammer. Alter, du tippst kurz Gas an und er ist hart am Limit hier. Pock, 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 pock. Alter, hardcore die Kiste. Bam! Und raus da. Hammergeil. Handling super von dem Auto. Aber ist halt, muss ich noch eben dazu sagen, die Karre war im Duracell DLC. Also müsst ihr schon wieder ein Paket kaufen, um den Wagen zu bekommen. Aber sagen wir so, die Pakete, die sind auf jeden Fall dann wert. Hey Jill, das ist BMW oder was? Ich teste hier ein anderes Auto. Das ist auch mal krass, dass die drei Avatare von anderen Leuten auch an irgendwelchen Orten so rumcruisen. Ey. Die Gante nicht gesehen. Dann gehen wir mal nach hinten. Ja, hier wollte ich auch demnächst mal Multiplayer machen. Ein bisschen mit Mats hier rumcruisen. Wow, ab durch die Hecke. Das war... Überschlagen kann er sich auch schön. Ja, von unten sieht er auch hübsch aus. So, okay. Hoch jetzt. Yes. Hier wollte ich mich mal ein bisschen rumrutschen. Nicht da. Komm mal zurück. Zurück! Zurück! Ja, weg mit dem Zaun. Ah, toll. Der fällt aber auch mal auf Dach. So, jetzt auch nicht mehr. So. Guck mal hier. Fährt da schon wieder einer. Wir fahren ja nicht alle BMW. Was ist denn da los? BMW for free or what? Oh, ich will da runter. Mit der Karre brauchst du gar keinen E-Drift machen. Da gibt's aber Gas, die Karre. Da brauchst du eine Handbremse nicht drücken. Deswegen lässt er sich auch sehr gut handeln im Drift. Weil du den wirklich in den Drift bringen kannst mit dem reinen Gaspedal. Und dann kannst du natürlich viel besser halten im Drift. Aber ein bisschen mit dem Gas spielen, na, richtig geil. Very nice drift. Wenn
Wenn er mal sieht, wie der Feuer gibt, das ist der Hammer. Da hört ihr den Charger. So. Ja, wir gehen mal auf die Motorhaube. Der dreht so stark durch, da hört es den Charger gar nicht. Wie er die ganze Zeit quer geht, der Hammer. Knäppkes! Macht doch immer einen heiden Spaß, Leute. Schnappt euch so ein Auto, tunt den auf ein paar kW hoch. Und ihr seht, wie der hier abgeht. Das ist der Hammer, ey. Er lässt ja nur noch alles rauchen. E-Drift eingeleitet. Ich sag, die E-Drift sind schlechter zu kontrollieren. Macht auf jeden Fall richtig Spaß, Leute. Wenn ihr da rumdriften und rumqualmen und Motorsounds auch richtig geil findet, dann lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, eine Runde Forza Horizon 2 driften, racen oder was wir sonst noch vorhaben. Vielleicht auch neue Autos zeigen. Haut da rein, euer Soul Cruiser. Tschüss.